Anton Eber war ein Zeitgenosse auch von Beethoven und Mozart, Schüler Mozarts auch. Und einige Werke von Anton Eberl wurden sogar unter Mozarts Namen herausgegeben. Noch bis in die 1950er Jahre gab es eine Sinfonie in C-Dur, die Mozart zugeschrieben wurde und die hat aber Anton Eberl komponiert gehabt. Und witzigerweise eine Sinfonie, die besonders viel Pathos hat und eher an Beethoven erinnert und weswegen man Mozart auch so den Vorreiter zu Beethoven schon gesehen hat und das war aber eher Anton Eberl. Also da gibt es sehr spannende Fehlschlüsse diesbezüglich. Genau, und das Stück, was ich jetzt spielen werde, ist aus, also ich spiele jetzt den ersten Satz aus seinem letzten Stück, was er komponiert hat. Und zwar seine Sonata Grande in G-Moll für Klavier Solo. Und in diesem Stück, als ich das damals entdeckt hatte, war ich ganz fasziniert auch. Ich war sehr angetan von der Klangsprache, die wirklich extrem viele Facetten zeigt. Dieses Stück ist aus dem Jahre 1806. Ich habe das Stück gespielt, geübt und dann kam mir plötzlich, und dass das irgendwie nach Faust klingt, also nach Faust, der Legende und dem Stück von Goethe, also auch eine Art Literaturvertonung sein könnte. Alle drei Sätze. Der erste Satz im Faust im Studierzimmer, grübelnd, Mephistopheles taucht auf, sie schließen den Pakt, mit Blut unterschrieben. Und zweiter Satz, das Gretchen, wird verführt, wird, mehr oder weniger ja auch einfach missbraucht, also geistig missbraucht und einfach wie eine Marionette wird mit ihr umgegangen, dann eingesperrt in den Kerker und der dritte Satz, die berühmte Kerkerszene, wo auch wieder der zweite Satz, also auch rein formal eine Besonderheit, die spannend ist, im dritten Satz taucht ziemlich lang, ungefähr für eine Minute, der ganze zweite Satz, also Teile des zweiten Satzes nochmal auf. Was Beethoven ja dann auch bekannterweise erst später gemacht hat, also sehr bekannt, seine 9. Sinfonie, wo das dann auch passiert im letzten Satz, wo alle Sätze nochmal erwähnt werden. Und das hat Eber eben hier schon irgendwie vorweggenommen und das zeigt eben auch, wie das gefangene Gretchen im Kerker sitzt und dann befreit werden möchte von Faust, wie er hinreitet, also es ist wirklich auch ein Ritt. Das findet man auch alles eben auf meiner CD und heute werde ich den ersten Satz spielen. Und als ich das eben so analysiert hatte, also ich kann jetzt ja mal kurz andeuten, was ich damit meine. Also Faust im Studierzimmer sitzend, grübelnd, seufzend. Dann taucht eben Mephistopheles auf. Und versucht ihn quasi zu bezirzen. Ich kann mal vorwegnehmen zum Beispiel, dann gibt es so infernale Klänge. In S-Moll, was ganz eigenartig ist, auch eine Tonart, die sehr schräg klingt. Macht doch das und er weigert sich ja erst und dann irgendwann entschließt er sich ganz stolz quasi. Genau. Und dann, quasi der Pakt geschlossen wird mit dem Blut, eigentlich auch sehr, sehr schön umgesetzt. Im schrägen Des-Dur. Beethovens Fidel zum Beispiel, wenn Floristan singt im Kerker. Das ist also im Leben, im dunklen Untergrund, im F-Moll quasi, im Kerker, im Gefängnis. Und jetzt ist ja Faust gewissermaßen Opfer oder Gefangener.
Fangender von Mephistopheles, mehr oder weniger, also so indirekt, ohne dass er es vielleicht gleich checkt. Und dann, jetzt haben wir auch was ganz Interessantes, was ich vorhin gezeigt habe mit diesen Halbtönen. Die Schrägklingende, das Reinklingende, das komponiert hier Eberl auch aus. Unterschrieben wird, im Blut ein Wisch und weg. Es sind auch ziemlich schräge Klänge gekommen. Es ist wirklich, also das war wahrscheinlich die erste Assoziation, die ich damit hatte, so etwas Infernales, Teuflisches, was da irgendwie innewohnt, dieser Musik. Und ja, demzufolge habe ich das Stück einfach mal für mich so mit Faust assoziiert und dann. Und das kam wirklich erst danach, dann habe ich festgestellt oder ein bisschen recherchiert und nachgesucht und habe, oder zuerst habe ich erfahren, dass das Stück in Auftrag gegeben wurde von der Großherzogin Maria Perlovne von Weimar, als Eberl 1806 in Weimar war, auf einer Konzertreise. Weimar und Goethe, klingt schon mal sehr gut. Dann, wenn man ein bisschen weiter recherchiert, findet man Tagebucheinträge von Goethe und von Zeitgenossen von Goethes. Haben das ja eigentlich schön dokumentiert, ihre Tage immer, und da findet sich dann Folgendes. Am 13.04. hat Goethe geschrieben, Dirzka Graf Strohmeier zu Tische, Eberl von Wien, Professor Meyer. Also es gab anscheinend irgendein Abendessen zusammen, und dann gibt es noch eine Empfehlung von einem Herrn Retzer an Goethe. Wäre ich auch nicht so glücklich, Ihnen persönlich bekannt zu sein, würde ich mir doch die Freiheit nehmen, Ihnen als einen bekannten Beförderer alles Guten und Schönen, den wegen seiner Talente selbst in Petersburg rühmlich bekannten Tonkünstler aus Wien, Eberl, bestens zu empfehlen. Also hat jemand Eberl einfach an Goethe schon mal empfohlen, dass es ein super Musiker ist. Eberl hat auch 4 oder 5 Goethe-Lieder oder Gedichte als Lieder vertont. Ist dann in St. Petersburg gewesen, war da sehr bekannt und ist so nach Wien zurückgekommen und hat dann Tourneen gemacht und eben ein Jahr vor seinem Tod oder im Jahre seines Todes noch eine Reise nach Weimar, hat eine Konzerttournee gemacht, hat Goethe dort getroffen. Klingt auch schon mal vielversprechend, zumal man wissen muss, dass Goethe ja den Faust, hat er ja nun über lange Zeit geschrieben, über 10 Jahre, 12 Jahre erstreckt, mit verschiedenen Fassungen, immer wieder hin und her. Und es war ja auch sehr üblich natürlich in solchen Treffen zu kommunizieren über solche Themen, also über einfach die Kunst, die man betreibt, die Dichtung. Und da war Faust, 1806 war Faust aber noch nicht erschienen. Also Faust war noch in Bearbeitung von Goethe. Er hat sie dann später erst, es kam 1808, glaube ich, eine erste Fassung raus und dann nochmal eine revidierte 1812 oder so. Also es war so ein Endstadium von Goethes Faust. Nächster Tagebucheintrag, 3 Tage später, 16. April 1806. Déjeuner bei Goethe, gegenwärtig waren Fräulein aus dem Winkel und Kapellmeister Eberl aus Wien. Letzterer erzählte mancherlei von Mozart, dessen Vater ein tüchtiger Musikus, und dem Kapellmeister des Erzbischofs zu Salzburg habe den Sohn gleich vom vierten Jahre an unterrichtet und alle seine Geisteskräfte für die Musik in Anspruch genommen. Daher Mozart auch von jeder anderen Seite ungebildet gewesen. Eberl schien sich darüber zu wundern, wie Mozart ohne Welt, ohne vielseitiges Wissen, doch die Charaktere aus den Dichtungen, die er in seine Musik so gut gesetzt habe, fassen und halten könne. Also die haben anscheinend über Vertonungen gesprochen, von Charakteren. Wie konnte Mozart so einen Don Giovanni vertonen, wenn er gar nicht so war oder wenn er ungebildet war, mehr oder weniger. Und Eberl hat sich darüber gewundert. Und die anderen haben dann gesagt, dass jemand, also wir fanden beinahe Ursache, uns über Herrn Eberl zu verwundern, der nicht einzusehen schien, dass eine vollkommene Bildung, worin sie auch besteht, eben alles umfasst und dass einer, worin er exzellent ist, allemal zu den vorzüglichen und gebildeten Menschen überhaupt gehört. Am 21.04., also 5 Tage später, schreibt Goethe im Tagebuch, Faust mit Riemer, letzte Revision. Und das ist äußerst spannend. Das heißt, wirklich in den Tagen lag der Faust in letzter Revision. Also man muss drüber gesprochen haben bei Tische, man muss sich aber mal auseinandergesetzt haben mit dieser Thematik. Und Goethe hat ihm da anscheinend wirklich noch den letzten Schliff verliehen. Und jetzt hat Eberl quasi auch ein Pendant zu Goethe, zu Beethovens Literaturvertonung, finden wir jetzt hier eine meines Erachtens wirklich sehr spannende Faustvertonung, woraus ich jetzt den ersten Satz
präsentieren möchte. Faust im Studierzimmer, Mephistopheles taucht auf und hoffentlich alle kennen die Geschichte dann, also die Szene.
Musik.